Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kita Talks. Mein Name ist Anja Kanzler. Ich bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für Fachkräfte aus Kita, Krippe und Kindertagespflege. Ja, mein heutiges Thema ist Let's Move, Bewegung, die Spaß macht. Und ich freue mich ganz besonders zu diesem Thema, meine liebe Kollegin Britta Bartholdus dafür gewonnen zu haben. Und ja, hallo Britta, herzlich willkommen in dieses Kita Talks und vielleicht stellst du dich gerade mit ein paar Worten selber vor. Ja, hallo Anja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Britta Bartholdus, ich bin von Haus aus Sportwissenschaftlerin, also mit dem, was ich gelernt habe, mal ganz nah wieder am Thema auch dran und habe oder bin aktuell freiberufliche Dozentin und Autorin im frühkindlichen Bildungsbereich rund ums Thema Gesundheitsförderung, aber auch mit einem weiteren Schwerpunkt im Bereich Raumgestaltung und Sprache und sehe immer ganz große Verbindungen von vielen meiner Themen, die miteinander zu verknüpfen sind und ja, freue mich ganz besonders, weil im Moment finde ich, Bewegung sollten wir mal ganz dringend wieder in den Vordergrund rücken. Genau, das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe. Also ich habe jetzt vor kurzem ein sehr interessantes Interview mit einem Kinderarzt gesehen im Fernsehen. Und ja, der war sehr alarmiert, dass jetzt also vermehrt zu ihm halt einfach auch Kinder in die Praxis kommen, die doch offensichtlich ja, Bewegungsentwicklungsverzögerungen haben. Und damit verbunden, das brauche ich dir auch nicht zu sagen, hoffe ich auch Sprachentwicklungsverzögerungen haben. Und ja, wie gesagt, also ich finde das schon sehr bedenklich und ich denke gerade ja in Krippe, Kita und Kindertagespflege besteht da jetzt sehr, sehr viel Möglichkeit, auch dem entgegenzuwirken. Und ja, erstmal so an dich. Du gibst ja auch viele Fortbildungen. Du hörst sicherlich auch viel von den Kollegen und KollegInnen. Und ja, was bekommst du gerade so aus der Praxis auch mit? Ja, also ganz klar aus der Praxis zu sehen ist, dass die immer wieder berichten, dass viele Kinder natürlich deutlich übergewichtiger aus der Zeit gerade zurückkommen. Mhm. Das ist klar, eine ganz klare Folge vom Bewegungsmangel, den die Kinder jetzt Wochen und Monate lang ja, ertragen haben. Aber auch wirklich Kinder, die gar nicht mehr dieses natürliche Bewegungsgefühl noch mitbringen. Also eigentlich verfügen Kinder ja zum Glück über einen natürlichen Bewegungsdrang. Und genau der geht gerade ganz, ganz vielen Kindern eigentlich verloren, dass der immer wieder unterdrückt wird. In der Form, dass sie zu Hause sitzen müssen und ihnen gesagt wird, oh nee, du musst jetzt aber still sein, du musst jetzt ruhig sein und sei mal bitte leise. Ganz oft natürlich auch ehrlicherweise vor Tablet, Fernseher, Handys und der weiß, was geparkt werden. Also wir wissen natürlich auch aus Studien, dass sich die Zeit vor den Geräten deutlich auch ja, vergrößert hat. Die war vor Corona schon alarmierend, aber mit Corona natürlich nochmal ganz drastisch zugenommen, weil dort ja genau diese Geräte einfach auch als Babysitter letztendlich benutzt werden, auch ja, weil vielen Eltern natürlich auch gar keine andere Chance mehr haben, dort Kinder ja noch unter einen Hut zu bekommen mit Homeoffice und Ähnlichem. Und das zeigt sich natürlich ganz, ganz klar auch in deren ja, koordinativen, aber natürlich auch konditionellen Fähigkeiten. Wir haben einige Studien, die natürlich das genau auch untersucht haben. Wir wissen, dass 25% der Kinder und Jugendlichen sich fast gar nicht mehr bewegen und damit ist die ganze Zahl schon 5-mal so hoch, wie wir vorher schon so alarmierend hatten. Aber es ist natürlich vor allem auch die organisierte Bewegungszeit, die den Kindern fehlt, mit klaren Anregungen, mit ja auch mit einer Struktur, die dahinter ist. Und was wir sehen, ist natürlich auch, dass Bewegung nicht nur für die reine körperliche und motorische Entwicklung ganz entscheidend ist, sondern auch für die geistige Entwicklung der Kinder. Und genau da müssen wir ganz dringend ansetzen, weil das ist verlorene Zeit, die Kinder auch nicht wiedergewonnen oder die können wir nicht zurückholen. Mhm. Das sind Zeitfenster, wo genau solche Sachen stattfinden müssen für eine gesunde Entwicklung. Denn Bewegung steht halt nicht nur für die motorische Entwicklung der Kinder, sondern natürlich auch für eine gesunde, ganzheitliche Entwicklung der Kinder. Mhm. Genau. Du hast jetzt gerade eben gesagt, zum einen halt so zu gucken, wie binde ich das in den ganz normalen Alltag mit ein? Und auf der anderen Seite aber auch zu schauen, wo sind es auch gezielte Angebote?
Und ich würde jetzt gerne erstmal so bei Schritt 1 anfangen, so zu gucken, wie kann auch Bewegung und Bewegungsanreiz dann halt in dem Setting Kita-Krippe, Kindertagespflege nochmal wieder auch in den ganz normalen Alltag einfließen. Ja, genau das ist es. Also das ist der Schwerpunkt, dass wir müssen im Alltag der Kinder wieder ansetzen. Und zwar durch regelmäßige Angebote. Wir fangen damit an, dass es überhaupt in der Freispielphase Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder geschaffen werden müssen. Sei es durch ein Materialangebot, womit das Kind sich nochmal auch ganz gezielt auseinandersetzen kann. Das müssen keine teuren Bewegungsmaterialien sein, sondern auch gerne Alltagsmaterialien. Und Kinder setzen sich ganz kreativ mit Alltagsgegenständen auch auseinander und nutzen die für Bewegung und in Bewegungssituationen auch hineinzukommen. Mhm. Könnten sein Schwämme, Tennisbälle bis hin zu Bechern oder aber auch Wäscheklammern, die man erstmal einführt, ganz erstmal vielleicht im offenen Angebot, aber auch dann Impulse setzen kann, welche Bewegungsmöglichkeiten mit diesen Materialien halt auch gut gemacht werden können. Und zwar einfach sowohl drin wie auch draußen. Und dass dort auch wirklich das, was an Möglichkeiten da ist, Platz und Raum, der da ist, auch wirklich in seiner gesamten Form auch wieder genutzt wird für die Kinder. Mhm. Dann natürlich auch im Alltag der Kinder wieder anzusetzen, was in den Strukturen schon wieder verankert ist. Ist der Morgenkreis schon wieder verankert? Also auch dort vielleicht über Bewegungsgeschichten. Selbst jedes Kind auf Abstand mit seinem Platz, den es zur Verfügung hat, kann ganz, ganz schnell und intensiv über Bewegungsgeschichten wieder in Bewegung kommen. Oder aber auch kleine kinesiologische Aufgaben, die dort wieder Einhalt haben, um auch die koordinativen Fähigkeiten der Kinder nochmal in den Vordergrund zu setzen. Oder vielleicht im Alltag auch mal ganz gezielt wieder Kombinationen aus Sprache und Bewegungsangeboten einfließen zu lassen. Wir wissen ja, dass wir für die Sprachentwicklung der Kinder auch organische Voraussetzungen, körperliche Voraussetzungen brauchen, mhm, und seien es Mundmotorikaufgaben. Auch hier, es war eine lange Zeit natürlich die Überlegung, pusten, vielleicht nicht so günstig, mhm, aber alleine so Zungenübungen, die Zungengeschichten, die man wieder wunderbar auch in solchen Situationen einbauen kann, wo die Zunge halt den Mundraum erforscht, also auch die kleineren Bewegungen. Oder auch bei den ganz Kleinen im Krippenbereich wieder Fingerspiele und Ganzkörperbewegungsspiele in den Vordergrund, mhm, zu stellen als Alltagsbewegung der Kinder. Mhm. Das, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend an der Stelle. Ja, und ich denke, da, wo die KollegInnen zum Teil also vom Träger bedingt auch nicht singen dürfen, es gibt ja viel, was dann auch in einem gewissen Sprechrhythmus stattfinden kann. Und wir wissen, dass ja letztendlich dann auch der Sprechrhythmus auch schon mal sehr, sehr grundlegend und sehr wichtig ist, dass das überhaupt stattfindet. Also, ja. Genau. Ich gehe noch mal so zwei Schritte zurück in das Freispielangebot. Also du plädierst hier für mehr offene Materialien, wenn ich dich richtig verstehe, und weniger didaktische Materialien, die ja auch sehr eindimensional letztendlich nur bespielt werden können. Also und ich hatte gerade eben so ein bisschen dieses Bild und diese Vision im Kopf, da grenzt ja dann auch nochmal, je nachdem anzuschauen, was kann ich auch bei Raumgestaltung dann beachten, um halt vielleicht der Bewegung auch mehr Raum zu geben. Ja, also da setzen wir auf jeden Fall natürlich ganz klar gerne immer an, weniger ist mehr. Und zwar weniger, wie du sagst, didaktisches Material, mehr hin zum offenen Material. Aber davon die Kinder auch nicht zu überhäufen, sondern gezielt Sachen einzusetzen. Und ich glaube, wenn wir eins aus Corona rausnehmen konnten, allein durch das ganze Saubermachen der Materialien zu sehen, vielleicht können wir es doch mal auch gut reduzieren. Mhm. Und was sagen uns die Kinder mit dem reduzierten Materialangebot? Mhm. Die sind deutlich besser damit umgegangen. Sie haben viel kreativer sich damit auseinandergesetzt und sich frei im Freispiel auch nicht frei mit den Materialien beschäftigt. Und auch das ist ein wichtiger Schritt natürlich, der mit Bewegung und freien Bewegungsentwicklungen zu tun hat. Und das wusste schon Emmy Pickler. Ne? Also wir fangen da jetzt nicht was ganz, ganz Neues an.
Und sie wusste um die freie Bewegungsentwicklung der Kinder und wie wichtig die für die Entwicklung der Kinder ist und sagte auch damals schon ganz, ganz klar, wir brauchen nicht eine Menge an Material, aber das Material, was ausgesucht ist, soll frei in seiner Handhabung für die Kinder sein und frei nutzbar sein. Und das sind vor allem Alltagsgegenstände. Es sind Kleinmaterialien der Kinder, womit sie sich besonders intensiv auch auseinandersetzen können. Und die brauchen Platz. Und vielleicht ist es dann auch mal die Chance, richtig auszuräumen und zu überlegen, was brauche ich eigentlich wirklich? Und was habe ich auch in den letzten 1,5 Jahren eigentlich gar nicht für die pädagogische Arbeit benutzt? Und wenn ich das alles mal ausräume, dann entsteht eine ganze Menge Platz auch in den Räumen, selbst in den Räumen. Und genau dieses freie Spiel in Kombination der freien Bewegungsentwicklung natürlich auch, besonders auch für die Krippe, aber selbstverständlich auch für den Elementarbereich zu ermöglichen. Und sich wieder nochmal genau anzuschauen, wie viel Platz habe ich eigentlich und wie kann ich den auch nochmal wirklich für Bewegung nutzen? Ist der Flur vielleicht schon wieder freigegeben? Könnte man wunderbar einen Korb hinstellen mit ein paar Staubtüchern rein und die als Schlittschuhe benutzen, sodass die Kinder auch hier jede Nische auch für Bewegung nutzen dürfen? Und ich glaube auch hier dieses Abstand halten, klar, auf der Ebene natürlich auch, aber auch dann nochmal zu überlegen, wie kann ich Kinder nämlich auch dort möglichst großzügig verteilen? Kann ich vielleicht auch mir Gedanken machen, dass das Außengelände schon auch morgens direkt schon geöffnet wird, je nach strukturellen Möglichkeiten. Dass dort auch dieser Bewegungsdrang der Kinder nochmal ganz anders aufgegriffen wird in Form von konzeptioneller Arbeit, aber selbstverständlich auch in raumgestalterischer Ebene. Genau. Also auch da habe ich jetzt so Bilder im Kopf, wo ich denke, also ich habe selber ja in einer viergruppigen Einrichtung gearbeitet und ich denke, bei uns wäre das durchaus möglich gewesen, sich auch trotz Gruppentrennung abzusprechen, zu sagen, gut, heute von dann bis dann geht Gruppe XY halt auf den Flur, eine andere Gruppe kann halt den Bewegungsraum mit nutzen, die dritte Gruppe kann das Außengelände auch mal in seiner Größe halt für 2 Stunden benutzen. Und die vierte Gruppe ist halt heute dann nicht dran, die ist dafür morgen dran. Die darf dann morgen so, also beispielsweise. Oder also bei uns wäre es sogar gegangen, also wir hatten Abteilungen auf den Fluren, sodass also de facto da auch feste Türen dazwischen waren. Das heißt also, den Flurbereich vorne hätten sich 2 Gruppen absprechen müssen und die beiden hinteren Gruppen hätten tatsächlich zusätzlich eigene Flurbereiche zur Verfügung gehabt, also ohne sich untereinander da in die Quere zu kommen. Und ich glaube, das finde ich nochmal ganz toll, dass du so sagst, guckt doch bitte auch hin, was ihr für Räume habt und schaut, wie ihr die auch für Bewegung nutzen könnt, um jetzt auch dieses Kontrastprogramm zu setzen. Genau das ist auch so wichtig, statt pauschal jetzt den Turnraum zu schließen und den Kindern zu sagen, nee, geht gerade nicht, weil wir müssen ja Abstand halten, dann vielleicht doch strukturell nochmal ganz klar zu überlegen, an welchen Tagen ist es möglich? Und wenn an dem Tag, ich sage mal, an dem Mittwoch ist von meiner Gruppe der Tag, wo der Turnraum für uns ist, dann finde ich, dann muss sogar nicht nur 2 kleine Angebote irgendwie eine halbe Stunde der Turnraum benutzt werden, sondern der muss dann bitte auch den ganzen Tag den Kindern, die an dem Tag dran sind, zur Verfügung stehen. Und wenn es ist, dass nur 3 Kinder den frei nutzen können und sich selber Materialien zusammenstellen dürfen, aber wieder frei in die Entwicklung der eigenen Kinder auch da zu schauen und zu ermöglichen, so viel wie möglich. Nicht immer zu gucken, was geht gerade nicht, sondern auch räumlich genau zu gucken, was schaffen wir denn auch an Räumlichkeiten, dass Kinder sich möglichst auch breit verteilen können und möglichst viel Platz und damit auch Bewegungsfläche haben. Genau. Und ich sag mal so, im Bewegungsraum, denke ich mal, würden sich dann ja auch Bewegungsbaustellen sehr anbieten. So, ja. um auch wirklich sich wieder ausleben zu können. Ja, und da sind es ja vor allem auch relativ pflegeleichte Materialien, die man wunderbar dafür nutzen kann. Also mit ein paar kleinen Matten, einem kleinen Kasten, ein paar Hütchen und ein paar kleinen Stangen, die man als Hürden bauen kann, habt ihr ja eine Menge Kinder erreicht, die dann auch
sehr, sehr vielseitig sich Elemente aufbauen können und damit wunderbar in Bewegungsspiele kommen. Genau, und wenn ich das tageweise setze, dann kann ich am Ende des Tages den Raum desinfizieren und am nächsten Tag steht er der anderen Gruppe zur Verfügung. Also ich denke, da gibt es sicherlich Lösungen, wenn man so ein bisschen lösungsorientiert auch. Genau, letztendlich. Weg vom problemorientiert. Zum Lösungsgedanken und ich glaube, da ist schon eine ganze Menge gewonnen. Ja, ich glaube, das ist, also ich erlebe das tatsächlich in vielen Einrichtungen, dass die das auch bravourös ganz toll lösen und auch wirklich diesen lösungsorientierten Blick haben. Mir begegnen natürlich auch immer wieder KollegInnen, die erstmal nur das sehen, was halt nicht geht. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, natürlich trauert man auch Dingen nach. Ne? Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Vollstes Verständnis dafür. Trotzdem ist da niemandem mit geholfen. Und schon gar nicht den Kindern, wenn die immer wieder das Gefühl kriegen, was sie alles nicht dürfen, sondern zu sagen, yay, heute ist unser Bewegungstag. Wir dürfen heute in den Bewegungsraum. Yay, wir dürfen heute den ganzen Vormittag nach draußen. Genial. Ne? Also, und ich glaube, also wir sagen ja auch, let's move, Bewegung, die Spaß macht. Also, und ich glaube, das ist ja auch deine Botschaft. Bewegung muss Kindern Spaß machen, weil über Bewegung erreiche ich so viel. Und wenn ich Kinder habe, die einfach gar keinen Spaß mehr an Bewegung haben, dann muss ich mir echt Sorgen machen, weil Kinder bewegen sich eigentlich von Natur aus sehr, sehr gerne und haben Spaß an Bewegung. Und das muss ich wieder verkörpern. Aber das muss ich aber auch als pädagogische Fachkraft mitbringen und selber zeigen. Ich habe Spaß daran. Ich möchte mich mit euch bewegen. Auch mir tut es wieder gut, mich zu bewegen. Und das auch mal zu vermitteln. Und vielleicht auch morgens mal sich zu überlegen, so, und heute bin ich das Vorbild für Bewegung. Es tut mir selber auch richtig gut und bringe das wieder mit. Und in dem Moment werden alle Kinder sofort auch begeistert sein und sagen, ja, heute ist Bewegungstag. Ja, genau. Also das ist wie beim Essen. Ne? Wenn wir da hingehen und sagen, oh, Fisch, dann wird auch die Hälfte der Kinder essen. Wenn wir aber sagen, oh, lecker, heute ist Fisch, da habe ich mich die ganze Woche drauf gefreut. Ja. Wissen wir doch auch, dann essen viel mehr Kinder den Fisch. Und so ist es mit Bewegung genau das Gleiche. Gehe ich da ran und sage, so, heute machen wir das und das, dann gewinne ich natürlich viel, viel mehr auch Motivation bei den Kindern. Aber das heißt ja auch, dass die KollegInnen nochmal ganz gut hinschauen sollten, wie ist eigentlich gerade meine eigene Haltung auch zur Bewegung? So, mache ich das eigentlich gerne oder bin ich selber eigentlich eher so ein bisschen Couch-Potato oder bin ich auch ein bisschen eingerostet über die Zeit? Also, und ja, wo steckt vielleicht auch die eigene Verunsicherung? Aber ich glaube, das zeigen uns die Kinder zum Glück in dem Moment ganz von alleine. Also ich habe ja das große Glück, ich habe zwei Kindergartenkinder zu Hause, meine eigenen Kinder und die waren immer die treibende Kraft, oh, lass uns bitte rausgehen, lass uns bitte spazieren gehen und auch die waren Motor für uns zu Hause, oft auch Ideen aufzugreifen. Also bei uns wurde viel mit Kreide draußen Bewegungsparcours auf die Steine gemalt mit Aufgaben. Also Kinder brauchen dafür auch nicht immer viel, sondern Kinder zeigen uns eigentlich, dass sie mit ganz wenig auch ganz viel machen können und das sehe ich wirklich auch schon bei den Kleineren. Also mein Sohn ist 3 Jahre alt und zeigt mir ganz klar, was er schon mit ein paar Sachen, mit 2 Bällen und ein bisschen Kreide kreativ umsetzen kann. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen einfach nur dabei ist, unterstützend ist und sagt, boah, cool, das hast du da aber toll gemacht. In dem Moment ist natürlich schon alles klar. Und dann macht es Kindern doch auch einfach mehr Spaß. Also dieses, klar, ne, dieses Loben, Anerkennen. Und ich glaube, das ist auch das, wo die im Moment auch so ein bisschen Sehnsucht nach haben, von Lob und Anerkennung auch mal von anderen Seiten, nicht nur noch von zu Hause aus, sondern auch hier mal wieder jemand, der sagt, boah, das hast du aber wirklich toll gemacht und auch in dem Moment bin ich natürlich viel, viel motivierter, mich selbst wieder zu bewegen, logischerweise. Ja, ich denke, wichtig ist für die Kinder an der Stelle wirklich so dieses, ich bin eher so ein Mensch, der dann Kindern auch versucht zu vermitteln, hey, ich merke gerade, wie sehr dir das Spaß macht und deine Freude steckt mich gerade an. So, das ist so. Und in diesen Punkt wieder reinzukommen, also, und ich
glaube, wenn Kinder das dann auch spüren und auch noch mal verbalisiert bekommen. Ach ja, stimmt, das ist ja jetzt gerade richtig große Klasse und auch in sich selber dann reinspüren dürfen. Ich glaube, das ist ganz viel wert und macht tatsächlich ganz viel mit dem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch nochmal aus. Ja, das ist ja auch das Beste, was Bewegung ist einer der besten Motoren für ein tolles Körpergefühl, für Selbstbewusstsein, für Selbsttätigkeit, Eigeninitiative, Eigenaktivität. Also wir lernen über Bewegung ja auch so viele andere Sachen. Also ein Professor von mir hat immer gesagt, wir lernen mit, in und durch Bewegung. Und ich glaube, das trifft es so wunderbar auf den Punkt. Und das vielleicht so in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, Bewegung hat einen Eigenwert. Und wir brauchen Bewegung auch für eine gute, gesunde Entwicklung. Und das den Kindern auch zu vermitteln. Also und das klappt bei allen Dingen, immer dann, wenn es Spaß macht. Ja. Das wissen wir aus allen Bildungsbereichen. Immer dann, wenn wir Spaß dran haben, bleibt natürlich auch mehr hängen. Genau. Jetzt kann es ja auch ganz gut sein, dass wir tatsächlich auch mit doch stark verunsicherten Kindern zu tun haben. Auch, ich denke, du kennst das auch, eher die etwas zurückhaltenderen, die jetzt nicht sofort so aus sich selbst heraus wieder in die Bewegung gehen. Hast du da auch irgendwie so einen Geheimtipp, so eine Anregung, was die KollegInnen da so vielleicht auch tun können? Ich glaube, vor allem über dieses freie Spielen kann man diese Kinder wieder gewinnen. Und zwar mit einfachen Materialien. Wenn man denen kleine Impulse gibt, dabei ist, ich glaube, das ist auch was, was Kinder gerade ganz, ganz doll schätzen, dass jemand überhaupt wieder da ist. Mhm. Auch Kinder mal bewusst in Kleingruppen wieder mit einem bestimmten Impuls fast zu füttern, immer wieder mit zu begleiten und zu sagen, hey, komm, wir setzen uns heute mal mit einem bestimmten Material auseinander. Mhm. Oder wir gucken mal, was können wir denn dazu alles gestalten. Vielleicht aber auch so ein bisschen über so ein Projektthema. Nochmal ganzheitlich dran zu gehen. Mhm. Was ist gerade Thema bei den Kindern? Was interessiert die gerade? Mhm. Also bei meinen Kindern zum Beispiel zu Hause ist es gerade Thema Weltall. Alles dreht sich hier ums Welt. Und solche Themen mit Kindern, aber in unterschiedlichen Facetten aufzugreifen. Mhm. Einmal vielleicht natürlich, klar, aber kreative Angebote, aber vielleicht auch wieder in die Bewegungsangebote genau diese Kinder mit zu begeistern über ein Thema, was sowieso das ist, was sie gerade spannend finden. Und das halt wirklich in allen Bildungsaspekten anzuregen und dann natürlich auch selbstverständlich über Bewegung und Sprachentwicklung das mitzufördern. Passende Bilderbücher auszuwählen und dann zu sagen, hey, guck mal, was passiert denn gerade? Was macht der Astronaut? Und ne, der Astronaut, der braucht natürlich auch ein echt gutes Training, um überhaupt fit genug zu sein, ins Weltall zu fliegen. Und in dem Moment habe ich ja schon einen tollen Anreiz zu sagen, so komm, wir machen heute Astronautentraining. Und wenn ich da Kinder wieder auf ihren Themenbereich so anspreche oder wirklich auch deren Bedürfnisse nach der Neugierde, ich glaube, wir wachsen durch Neugierde. Und wenn wir die Kinder darüber abholen, dann schaffen wir alle Bildungsbereiche, über die ihre Themen auch wunderbar abzudecken. Mhm. Ja, ich bin gerade im Weltall angekommen und stelle mir gerade das Astronautentraining vor. Für sowas bin ich auch immer sehr begeisterungsfähig, also, und finde das auch immer sehr schön. Also ein Satz ist gerade bei mir nochmal so hängen geblieben von dir, und zwar, du sagtest gerade, auch mit in das Spiel der Kinder hineinzugehen. So. Also das, was wir lange Zeit natürlich mehr hatten, und das, ich bin ein absoluter Vertreter, der sagt, wir sind natürlich keine Animateure der Kinder, sondern die Assistenten der Kinder, und das bleiben wir auch. Aber ich glaube, wir müssen nochmal ganz gezielt gerade beobachten, nochmal ganz genau hinschauen, was zeigen uns Kinder gerade, was ist das, was sie gerade wirklich als Bewegung, als Impulse brauchen, als Entwicklungsimpulse benötigen, und da gehört natürlich die Bewegung auch mit hinein. Ich glaube, das ist unser allerwichtigstes Werkzeug im Moment, Kinder nochmal ganz neu, ganz gezielt zu beobachten, weil gegebenenfalls hat sich in den Monaten bei denen schon eine ganze Menge verändert oder wie du sagtest, die ganz andere Ängste mitbringen, die vielleicht auch mit Verlusten gerade zu tun haben oder auch andere Erlebnisse hatten, die wir nicht so aufarbeiten konnten, die wir sonst vielleicht so schön auch hätten in der Zeit wunderbar strukturieren können, sondern wir kommen natürlich mit gerade gleichzeitig mit viel mehr
Themen der Kinder wieder zusammen, als wir es sonst klassischerweise gehabt hätten. Und ich glaube, da genau hinzuschauen, genau zu hinterfragen auf die Kinder und ich glaube, viel, viel mehr ins Gespräch mit den Kindern zu gehen. Mhm. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir gerade als pädagogische Fachkräfte haben. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass dann auch gerade Bewegung halt einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert einnehmen kann, weil wir kennen das alle, wenn unser Körper unter Stress ist und ich sag mal, diese Ängste sind ja stressindiziert letztendlich, also sie haben ja letztendlich viel mit Stress zu tun, dass ich dann aber durch Bewegung ja auch Stress verarbeiten kann. Ja. Also und eben nicht immer nur in Entspannung. Also das ist so, Entspannung ist sicherlich auch wichtig, aber ich kenne das zum Teil auch in der Arbeit mit traumatisierten Kindern, wo ja der Stresspegel auch nochmal ein ganz anderer ist. Und da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass diese Kinder in Bewegung viel besser entspannen können dann, als wenn man ihnen dann eine Entspannungsübung verordnet. So. Ja, natürlich. Ne? Also auch wir können nur entspannen, wenn wir vorher auch irgendwie das Gefühl haben, irgendwie uns bewegt zu haben, irgendwie was schon erlebt zu haben. Also wir brauchen in allen Aspekten immer den bewussten Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Und Entspannung hat an vielen Stellen zwar vielleicht nicht Entspannung als solches, wie wir sie uns manchmal wünschen, aber Entspannung als auf körperlicher Ebene wird an vielen Stellen natürlich schon mehr stattgefunden haben. Genau. Die kann aber dann auch keine Wirkung mehr haben, wenn ich vorher keine Anspannung erfahren habe. Ja, und du hast ja eben auch von der Körperwahrnehmung gesprochen, die ganz elementar ist. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch ganz wichtig für die Kinder, so wieder in ihr eigenes Ich zurückzukommen. Also so, ich definiere meine Identität ja auch über meinen Körper letztendlich. Ich muss erstmal erfahren, was habe ich alles, wer bin ich und was kann ich? Und ich finde, dass das ist, da bietet Bewegung tatsächlich eine ganz, ganz wertvolle Grundlage und Möglichkeit, das auch zu tun. Ja, und darüber dann auch wieder in dieses eigenständige Tun zu kommen. Weil ich sag mal, das, was jetzt im Lockdown passiert ist, ist ja erstmal von außen bestimmt worden. Und das heißt, es ist auch in eine Situation gebracht worden, gegen die ich erstmal als Kind hilflos bin und ausgeliefert bin. Ich bin dem ausgesetzt und ich kann wenig dagegen selber tun. Und in der Bewegung erlebe ich wieder mich selbst und ich erlebe auch meine Selbstwirksamkeit. Ja, und die ist natürlich so wichtig, weil nur Selbstwirksamkeit führt auch zu Selbstständigkeit, logischerweise der Kinder. Nur wenn ich das Gefühl habe, ich kann was ändern, ne? Also da steckt ja auch ein gesamtes Resilienzkonzept logischerweise dahinter. Aber das ist ja das Tolle, dass es Kindern über Bewegung so leicht fällt, über Bewegungsspiele, die nochmal den eigenen Körper im Vordergrund haben, also zu sehen, was kann ich, was kann ich leisten, also den Körper auch positiv wirklich zu erfahren und zu sehen, boah, guck mal, das kann ich schon. Und damit gleichzeitig natürlich Selbstwirksamkeit auch hervorzurufen, logischerweise. Und das müssen keine großen Spiele sein, das sind manchmal auch die kleinen Spiele. Wo erfährt ein Kind wunderbar Selbstwirksamkeit, indem es zum Beispiel bei einem Bewegungsspiel der Dirigent ist. Und sie sagt, so, ich bin der Dirigent und ich sage, wir laufen jetzt als nächstes. Und in dem Moment, wo alle anderen Kinder das, was ich sage, übernehmen, habe ich ja eine... Wow, ne? Ja, aber das ist das, wo man denkt, boah, daran wachse ich an dem Tag mindestens einen Zentimeter. Mhm. Wenn ich natürlich diese Selbstwirksamkeit... Und das funktioniert aber auch nur, wenn ich auch denke, ich weiß, dass sie das machen werden. Ich bin davon überzeugt, dass die genau das, was ich sage, machen. Ja, nur bei den Kleineren. Ich bin die Königin vom Krabbelland und alle krabbeln. Und wenn ich dafür auch noch einen Zauberstab oder so in der Hand halte, dann habe ich natürlich ganz viel bei diesem Kind in dem Moment... an selbst ja Wirksamkeit erreicht, aber auch wieder eine Auseinandersetzung, weil ich muss mich ja fragen, welches Land gibt es denn, welches Bewegungsrepertoire? Also überhaupt mein Bewegungsrepertoire auch ganz nebenbei wieder zu erweitern und das wieder auch mitzunehmen und das als Schatz auch mitzunehmen und zu überlegen, was kann ich eigentlich schon? Und da passiert natürlich dann auch wirklich genau das, was du eben sagtest, ne? Dieses positive Selbstgefühl oder Selbstwirksamkeitsgefühl, was dann ganz nebenbei spielerisch im Vordergrund steht. Ne?
Genau. Stellen uns ja nicht hin und sagen so, heute machen wir Spiele zur Selbstwirksamkeit. Nein. Und den Kindern ist das auch relativ wurscht, genau. Um das mal zu sagen. Trotzdem finde ich es ganz wichtig, dass wir als pädagogische Fachkräfte tatsächlich gerade wissen, was wir tun. Also, ja. Und ich sag mal, jede pädagogische Fachkraft hat das, worüber wir gerade sprechen, im Repertoire. Und sich das jetzt nochmal nach vorne zu holen und zu sagen, ja, super, und genau das kann ich damit bewirken und erreichen. Und die Kinder nehmen etwas für ihre Entwicklung tatsächlich mit viel Spaß mit und werden darüber wieder handlungsfähig. Ich finde, das ist auch dieses Handlungsfähig ist eines der wichtigsten Sachen, die wir jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten den Kindern auf dem Weg mitgeben müssen, die in die Schule gehen. Mit eigenen Handlungskompetenzen. Das ist genau das, was die Grundschullehrer immer wieder sagen. Also klar, lesen, rechnen, schreiben, das können wir denen beibringen. Aber diese Eigeninitiative, selbst aktiv zu sein, selbstständig zu sein, alleine zu wissen, so banale Dinge wie zum Sportunterricht, wir ziehen jetzt die Schuhe, wir müssen uns umziehen. Und dazu wissen, was muss ich eigentlich tun und in welcher Reihenfolge. Also dieses handlungsfähig sein, das ist, glaube ich, das, was wir den Kindern ganz dringend bitte nochmal. Ja, das sind ja dann nochmal diese kleinen Momente im Alltag auch, ne? Mhm. Also dafür auch wieder so eigene innere Handlungsskripte zu entwickeln, um dann halt das auch selber bewältigen zu können und meistern zu können. Ja, auf jeden Fall, genau das. Ja, gibt es noch etwas, was du den KollegInnen gerne so ganz, ganz explizit nochmal abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Also ich glaube, wieder noch mehr Blick für die kindlichen Bedürfnisse zu haben, genau hinzuschauen, was brauchen Kinder gerade eigentlich. Und wenn wir wissen, was Kinder brauchen, dann passend dafür Sachen rauszusuchen, Impulse zu setzen, weil wenn wir natürlich auch wissen, warum wir das tun, dann ist natürlich auch mehr Inhalt, der direkt automatisch bei den Kindern ankommt. Britta, danke schön, dass du dir Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich tausche mich immer sehr gerne mit dir aus. Ja, herzlichen Dank dafür. Sehr gerne, Anja.